Und damit herzlich willkommen zurück zu Kingdom to Crowns. Ich habe gerade irgendein Achievement erhalten. Ich kann aber nicht sehen, welches. Am ersten Tag. Du hast 8 Bogenschützen angeheuert. Habe ich? Am ersten Tag? Wir haben doch irgendwie schon den 5. Spiel ein bisschen verbuggt wohl. Räumt ihr bitte auf, danke. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr so ganz genau, was wir machen wollten. Danke. Ach ja, nach links, um da mal ein bisschen Wald abzuholzen und mir wieder Leute zu holen, nicht wahr? Ich glaube ja. Genau, wir haben ja gesagt, links machen wir viel Fläche frei, rechts machen wir keine Fläche frei, weil rechts Fläche frei schlecht. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, was manche Achievements angeht. Ich bin jetzt kurz vorm Stream. Kurz vorm Stream von Kingdom. Von Classic allerdings, ne? To Crowns streame ich ja noch lange nicht. Und Newlands auch noch nicht. Alter, tönt mich das an, dass sie so schnell gehen, ne? Das ist richtiges, richtiges Upgrade, ey. Ich weiß, dass hier links noch eine Truhe steht, die werde ich aber erstmal ignorieren. Weil ich brauche sie halt auch einfach nicht. Es gibt hier noch kein neues Pferd. Das ist sehr schade. Bin ich realistisch? Da kommt Daniel wackelt. Gut, kurz mal fressen. Da kommt der zweite angewackelt, das ist auch gut. Haben wir inzwischen jemanden, der unser Geld verwaltet? Ja, haben wir. Okay, perfekt. Pass mal auf, mein Freund. Du nimmst ja wahrscheinlich 10 und gehst dann, ne? Perfekt. So. Ich drück dir erstmal ein bisschen Geld in den Arsch. Das müssten wieder 10 gewesen sein, genau, dann haben wir schon mal 30. Dann holen wir uns jetzt noch die beiden von rechts. Von denen erst einer da ist, okay. Okay. Also scheint hier doch nicht so viel los zu sein. Wir waren nach 2 Lager ziemlich direkt hintereinander, ich meine ja. Allein wie das faded hin und her ist viel schöner hier in dem Teil. Ich muss sagen, optisch ist Two Crowns, ja, richtig cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist schon eine starke Steigerung zum ersten Teil und zum zweiten. Also ich nenne jetzt Newlands halt einfach den zweiten Teil. Ich glaube, es ist faktisch gesehen als der zweite Teil, aber... Kein Schimmer. Kann mich auch täuschen. Werde ich jetzt nicht drauf beschwören. Ich meine, ich hätte die der Reihenfolge nachgespielt, also der Chronologik nach. Chronologie nach? Chronologie nach, ne? Wir müssen ja auch nach rechts, das heißt, nach links können wir relativ hart ignorieren. Da kam auch, glaube ich, noch nie ein Gegner. Was mich zugegebenermaßen auch ein bisschen verwundert, weil warum kommt hier niemand? Also, ne? Wieso ist hier eigentlich immer noch niemand? Keine Ahnung, okay. Aber es wird schon wieder Abend und ich würde sagen, wir rüsten nochmal unseren... Ah, guck mal, jetzt bräuchten wir hier auch für Stein. Nein, meins. Ach du Penner. Gib mir das. Danke. Gib mir das wieder, danke. Okay, dann würde ich sagen, gehe ich mal kurz gucken, ob mir die... Oh, guck mal, das war schon mal freundlich. Hast du auch? Ja. Ein Schmackofatzen. Oh, Junge, Alter. Fuck. Das missfällt mir, bin ich ganz ehrlich. Ich kann das nicht einsammeln. Bin ich auch realistisch. Nehmen wir uns den wieder. Und jetzt versuche ich mal von hinten hier die Bäume abzuholzen. Weil mich das nervt, dass ich hier so lange nichts habe. Und ich eh hier die ganzen Bäume abholzen wollen würde gerne.
Und wenn es halt gerade eh Nacht ist, kann ich die ja schon mal losschicken. Ich weiß ja immer noch nicht, wo ich die Edelsteine herkriege. Ich weiß immer noch nicht, wo ich Steine herkriege. Ich kriege Steine vermutlich aus Höhlen, aber ich habe noch nie eine Höhle gesehen. Na komm. Ich muss mal eben... Du bist schneller als ich auf dem Gaul ohne Ausdauer. Okay, krass. So schnell sind die. Das ist gut. Ich glaube, wir waren vorher deutlich schneller als auf dem Gaul. Erstmal ordentlich einen reinschnabulieren. Immerhin ist er auch immer relativ schnell fertig mit Fressen. Das ist ja auch nicht so schlecht, aber es wäre schon schöner, wenn er einfach nicht so schnell aus der Atem wäre. Kam hier ein normales Portal? Ich bin ehrlich, wir wissen hier in die Richtung, glaube ich, noch nicht so viel, ne? Doch, ich glaube, hier kam ein normales Portal. Okay, hier ist auf jeden Fall irgendwas spannend. Okay. Woher kriege ich Stein? Ich bin early. Ich habe keinen blassen Schimmer. Eventuell muss ich mal Niki und Thomas fragen. Oder ich spiele das Spiel halt einfach weiter und gucke, was passiert. Du bist nicht viel langsamer als ich auf dem Gaul, Junge. Und woher ich Diamanten kriege und sowas, ne? Ich glaube, wir bauen uns einfach mal ein bisschen... Junge! Ärgerlich. Ich hätte eigentlich... Warum lauft ihr nicht? Ich könnte mir vorstellen, die gehen drauf. Ich hoffe, ich komme rechtzeitig nach Hause, um dem Vogt nochmal Geld in den Arsch zu drücken. Ja, komme ich, okay. Gut, zahl mal ein und nutzen bitte nochmal. Perfekt. Das gefällt mir schon mal sehr viel besser. Okay, wir haben glaube ich auch schon einen Blutmond. Ihr habt offensichtlich hier nicht so viel gemacht, gut. Aber ihr kommt langsam alle nach Hause. Und jetzt fällt euch auch auf, oh ja, es ist spät vielleicht schon. Vielleicht muss man Blutmond überstehen, um irgendwas zu kriegen. Kann ja auch sein, ne? Okay, ich verstehe auf jeden Fall diese Höhle hier nicht. Leute, das ist zu viel Geld. Ich glaube, ich werde mal zwei, drei Hämmer bauen. Okay, wir haben aufgeräumt. Das ist schon mal schön. Problem ist, ich kann da nicht langlaufen. Doch, kann ich. Okay. Ja, Gaul ist schon wieder außer Atem. Die fressen gleich mal vorm Wald. Friss mal. Guck mal, hier können wir auch nochmal richtig schön uns ausbauen. Würde ich mal sagen. Okay, nee, das geht auch schon nicht mehr. Aber hier müsste ja jetzt das Dorf kommen. Dann können wir hier mal wieder... Okay, hier ist aber jetzt irgendwie immer nur noch einer. Warum? Hier hinter war nichts mehr, wo ich hier muss. Ach doch, hier ist noch ein zweiter. Okay, habe ich eben nicht gesehen. Hm. Sind die Farmen vielleicht dieses Mal nötig, um irgendwelche Steine und so zu kriegen? Könnte natürlich sein, ne? Weiß ich halt nicht. Gut, ich glaube, die beiden kriegen erstmal. Die beiden kriegen erstmal Hämmerchen. Genau. Danke. Ich habe keine Ahnung, ob mehr Zahlen in dem Spiel hier überhaupt Sinn ergibt. Oder ob man sich dadurch eigentlich Probleme macht. Kann ja auch sein.
mal kurz hier raus. Okay, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überfordert, was ich gerade tun soll. Weil ich kann das Gebäude nicht weiter upgraden, ich kann mir keine Sachen holen, ich kann keinen Angriff fahren. Ich habe einfach nur viel zu viel Geld gerade. Ich würde jetzt in der Regel nochmal versuchen, den Wald hier weiter abzubauen, bis zum Dorf. Ja, um so viel wie möglich Land zu clearen. Ich meine, ich könnte natürlich einfach stumpf Geld ausgeben für komplett sinnlose Sachen, ne? Aber zum Beispiel, den Turm hier weiter ausbauen möchte ich nicht. Und könnte ich auch nicht, wegen keinem Stein. Ich möchte eigentlich viel lieber außerhalb vom Lager noch ein bisschen, mich vergrößern. Komm, friss mal. Also mich hier nach links vergrößern quasi. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass es einen Sinn hat, dass man... Also dass es diesmal einen Sinn hat, den Dingens zu zerstören. Das Portal. Danke. Gut, zieht ihr euch dann bitte zurück? Weil sonst könnt ihr die ordentlich aufs Maul kriegen. Ah, okay, guck mal, sobald es dunkel wird, rennen die auch. Wenn die rennen, sind die langsamer als ich auf dem Gaul. Aber die normalen Leute sind schneller als ich auf dem Gaul, wenn ich gehe. Oder liegt das nur daran, wenn der Gaul erschöpft ist, ist er noch langsamer als sowieso schon. Das kann natürlich auch sein. Okay. Irgendwoher brauchen wir Holz und, irgendwoher brauchen wir Steine, so rum. Lauft ihr bitte weiter? Alter, was ein für ein Pfeilhagel, ey. Macht ihr hier auch weiter? Ne, okay. Okay. Dann laufen wir mal eben nach da und holen uns neue Mitarbeiter. So, da haben wir wieder zwei. Und dann machen wir von hier aus den Wald auch ein bisschen weiter platt hinten. Würde ich mal so angehen. Ich weiß immer noch nicht, wofür diese Glocke hier ist. Vielleicht müssen wir die auch erst mit unseren Leuten erreichen oder so. Dass das Boot hier so weit außerhalb liegt, ist natürlich auch ärgerlich. Sehr schön, das geht nicht weiter. Ich muss sagen, vorher könnte man das Geld wenigstens noch richtig aus dem Fenster werfen, auch für hier die Sachen, ne, hier, also Verbesserung von Bogenschützen, Handwerkern und so. Da kommt man ja richtig Asche für. Okay, hier sind wir mal drei. Gut. Spannend oder so. Ich hoffe, die Handwerkerchen sind bald hier. Und feuern hier mal ordentlich durch den Wald. Yep, da kommen sie schon. Danke. Ich bin ganz ehrlich, also Geldprobleme werden wir nicht kriegen. Nicht so schnell zumindest. So. Ja, den kann ich noch nicht machen. Warum nicht? Ah, jetzt. Guten Tag. Okay,
Okay, ich versuche mal einfach durchzulaufen, nicht noch Geld zu kriegen von denen. Ihr müsstet übrigens auch gleich mal nach Hause, ne? Ich werde mein Geld jetzt schon wieder nicht los. Weil die sind auch noch nicht auf dem Rückweg. Die sind auch noch nicht auf dem Rückweg. Also ich habe halt immer noch keine Ahnung, ob ich dem Buben hier unendlich Geld in den Hals drücken kann einfach. Na, das weiß ich halt einfach nicht. Ah, er hat zugemacht. Okay, schade. Gut. Ich überlege gerade, dass ich mein Geld hier einfach komplett reinzustopfen. Einfach nur, um Geld loszuwerden. Weil ich habe echt viele Mitarbeiter aktuell. Und brauch's eigentlich gar nicht. Ich kann aber gleichzeitig aktuell nicht weiter ausbauen, weil ich keinen Stein habe. Und werde dementsprechend auch nicht angreifen können, das Portal. Was ziemlich dumm ist. Also solange ich das Portal nicht angreifen kann, habe ich ein Problem, dass es nicht weitergehen wird. Na, schaffst du es noch? Ja. Oh, das war aber knapp. Knäppchen. Gut, das war's schon wieder wahrscheinlich, weil die Angriffe sind halt echt relativ schwach. Das heißt, wir können weiter abbauen. Das heißt, wir dürften jetzt schon hier an dem Teil sein, oder? Oh Gott, der Gaul ist schon wieder... Leck mich am Arsch, ey. Okay, hier ist auch ein Anleger. Ich kann hier? Okay. Gib mir das, danke. Das sieht aus wie ein Anleger, ne? Wie ein Hafenanleger. Ich konnte hier auch eben schon den Kahn so ein bisschen ausbauen. Egal, ich würde sagen, ich klicke hier mal weiter. Ja, komm, friss mal. Im Zweifel reise ich halt die ganze Welt ab. Ja, egal. Ah, okay, die kann ich nicht abbauen, weil zu weit weg von der Waldgrenze. Ja, okay. Weiß ich noch nicht. Also da die sich hier halt so weit ausbreiten können, weiß ich nicht ganz genau, wie sinnvoll das ist, dass ich hier zu kabliert, dass sie da Farm bauen können. Na, hier kann ich jetzt zum Beispiel eine Farm bauen. Zack, Farm. Aber wozu? Genau, reißt du das mal weg. Ich hole mir in der Zeit den zweiten. Und dann könnte ich ja theoretisch hier den Baum irgendwann abreißen. Sobald der Wald hier ein bisschen zurückgeschlagen ist. Jetzt dürfte es soweit sein, ne? Ne, noch einer. Gut, dann machen wir hier morgen früh weiter. Das ist auch okay für mich. Hier mal Geld, danke. Ich meine, ich habe eh viel zu viel davon. Gut, hier ist natürlich auch das erste Land quasi. Boah, es gibt hier weitere Länder, aber ich gehe davon aus, wenn es ein Schiff gibt. Oder es ist halt so gemacht, kann ich hier irgendwas tun? Nö. Gar nichts, um genau zu sein. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Hallo, ist hier jemand? Ich habe Ihnen Geld auf den Boden geworfen. Nein, okay. Achso, hier ist aber jemand. Das wäre auch geil, wenn man eine größere Tasche haben könnte, ne? Ja, genau. Geh du mal wegbringen, ne? Also wehe, die haben jetzt aber alle kein Geld für mich. Da habe ich ein Problem, Alter. Ich bin ehrlich, ich habe mit mehr Geld gerechnet von denen. Ja, ich habe mit mehr Geld gerechnet von denen. Okay, cool. Und dass der Gaul halt wirklich ständig nur am Schnaufen ist.
Ja, den Rest könnt ihr erstmal behalten, danke. Ich mach noch mal ein paar Scheiße. Na komm, nimm. Danke. Und dann machen wir hier drüben weiter, würde ich sagen. Könnt ihr das Geld da aufsammeln, bitte? Das war sehr viel mehr Geld, als ich tragen kann. Okay, ich habe eins verloren, aber der Rest wurde auch echt gut gestackt, muss man sagen. Gut, also ich würde sagen, bisher ist große, weite Wiese wieder way to go. Und ich lasse sie auf in dem Wald arbeiten. Gut. Hier hinten kam dann doch irgendwann dieser Stein-Upgrade-Platz, ne? Oder kam hier überhaupt nichts mehr? Mal eben umgucken. Genau, und diese Hütte kam hier, mit der ich keine Ahnung habe, was wir machen können. Auch irgendwas mit Steinchen, irgendwas mit Bogenschützen wahrscheinlich. Und weiter kam hier nichts, ne? Genau, noch eine Truhe. Der hier fallende Engel hier. Hallo? Ach ne, genau, du wolltest auch Diamanten haben. Ja, und dann das Portal hier am Ende. Ja, das ist irgendwie nicht so hilfreich, muss ich sagen. Also ich habe keine Ahnung, wie ich Diamanten kriege. Ich habe keine Ahnung, wie ich Steine kriege. Das ist bisher so der Konsens hier in dem Spiel, würde ich sagen. Gut, dann würde ich sagen, ich gehe mal wieder zurück. Baue mich in beide Richtungen in den nächsten Parts noch weiter vor. Hab keine Ahnung, was ich tue und bedanke mich fürs Zuschauen. Aber zurücklaufen tue ich heute noch, würde ich mal so sagen. Das ist halt ein bisschen überzogen, der Part, meine Güte. Darf man sich halt nicht so anstellen. Weil weiter als hier können wir auch wieder nicht abreißen, ohne dann wieder nach vorne zu laufen. Und das ist dieses Mal richtig weit. Du gibst mir bitte nichts. Du auch nichts. Du bitte auch nicht, ich habe zu viel Geld. Danke. Ja, ihr macht alle richtig Asche. Das ist mir bewusst. So, pass auf. Ja, du kriegst jetzt nochmal von mir dick Asche in den Arsch gedrückt. So. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Tschüss.